Ja, welcome back to Mindtest. Ja, mir ist leider ein kleines Malheur aufgefallen bei den letzten Aufnahmen. Und zwar, ich nehme mir im 16 zu 9 Format auf. Siehe da und vor allen Dingen, nein, ist falsch, siehe da. Das Problem ist, ja, die ganzen letzten Aufnahmen mittels meiner normalen Installation gemacht. Problem dabei, die normale Mitest-Installation ist aber auf normal Bildschirmauflösung, die bei mir 16 zu 10 ist. Die Folge daraus bei euch, also das, was ihr gesehen habt, da wo immer unten das hat, put, abgeschnitten. Aber nicht so, dass man es nur teils gesehen hat, sondern einfach gar nicht gesehen hat. Vielleicht sieht es deswegen nicht ganz so schlimm aus, weil man ja denkt, da fehlt zwar was, aber es sieht halt nicht scheiße aus, weil das nur halt drin ist, sondern es fehlt halt komplett. So ein bisschen jetzt bei der Aufnahme, die ich mir durchgeguckt habe. Ja, natürlich schön blöd gelaufen. Es sollte natürlich das Let's Play Mindtest sein, ne? Was tue ich hier gerade? So. Genau, das hier brauchen wir. Weil hier habe ich jetzt wieder den 16 zu 9 Ausschnitt, der wieder in die Kameraposition passt. Ja, dumm gelaufen, ist aber leider so gewesen. Von daher, naja, am besten keinen weiteren Kommentar darüber verschwenden. Ich werde mich heute Nacht auf jeden Fall erstmal richtig schön ausheulen. So, mein Test heißt also Server Port 302. Dann hacken wir ganz kurz hier meine Passwort ein und dann, ja, geht's los. Aktuelle Uhrzeit, 9 Uhr, okay. So, wo waren wir? Wir wollten, oh, da hat jemand ein Haus gebaut. Wir wollten ein Dachboden aufheben. So war ich mir in Erinnerung. Ja, it's perfect. Okay, gut, wir hatten hier erstmal schon soweit ausgehoben. Das sind die Zielmaße. Der Sand hier kann auch nochmal weg. Okay, so, dann ist jetzt allerdings die Frage, was machen wir hier? Ich wollte hier, soweit ich weiß, ein offenes Dach machen. Die Frage ist nur, wie gestalten wir das Dach? Na komm, der kann da bleiben. Aber du kommst doch mal weg. Du kommst auch mal weg. Ah, nee, bitte nicht. Warum ist da so ein Ding so höher als die anderen? Sieht doch scheiße aus. Das sollte schon einigermaßen okay aussehen. Ach, so ist nicht. So ist gut. So ist in Ordnung. Kannst du auch nochmal weg? Sand. Danke. Kommt da Sand hin. Hier Sand hin. Und da Sand hin. Okay. Perfekt. So. Ja. Die Frage ist: A. Mache ich überhaupt offen? Und B. Von wo bis wo? Weil eigentlich, das soll ein Dachboden werden. Und ein Dachboden, der offen ist, also wo praktisch richtig schön Sonnenlicht reinscheint. Ich wollte hier praktisch so eine große Fensterfront hin machen, die so schräg runter geht. Aber das passt eigentlich gar nicht zum Dachboden. Erstmal gucken, was gibt es überhaupt für Fenster. Ach ja. Ich sollte wirklich mal dieses Unified Inventory Mod installieren. Gibt es ja gerade gar keine Hilfe. Ah, das ist Bullshit. Ah, das ist Bullshit. Ah, das ist Bullshit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Okay. Ja, gut, dann, ich würde mal sagen, Glas ja. Ach nee, komm. Ich stimme hier erstmal zu. Können wir das später nochmal gucken? Ich werde dann auf jeden Fall, wenn ich dran denke, mal die Unified Inventory Mod installieren auf dem Server. Hatte ich sowieso mal vor, nur halt, das müsste ich jetzt halt nachträglich machen, weil der Server läuft ja bereits. Und ich habe halt immer ein bisschen so die Angst, dass wenn man nachhinein Mods hinzufügt, Strich entfernt, dass dann bestimmte, ja, Fehlverhalten auftauchen. Und da habe ich halt natürlich immer ein bisschen Angst vor. Ich hoffe, das ist verständlich. Ich schmeiße jetzt mal. Ach, wir haben ein bisschen Eisen, ein bisschen Stein. Sehr schön. Du kommst mal die Hälfte. Nein. Hier. Genau. Die Hälfte war Rechtsklick. Mittelklick war ja mal 10. Hallo. Danke.
So. Komm, lass ich mal meine Tür offen, kommt direkt ein Hund rein. Hallo Lulu. Ja. Sollte eigentlich reichen, oder? Ich weiß gerade gar nicht, wie das Verhältnis hier jetzt bei dem Brennverhalten bei Original Mytest Game ist. Ja, meine Kleine. Ja, okay, ist ja kein Frühstück. Gut. Ja. Ja, ist also definitiv mehr als 1 zu 8. Ah gut, dann lasse ich hier nochmal ein so ein Kackding drinnen. Dann sollte das erstmal reichen. Okay. So. Ich würde mal gerne da hinten hingehen. Eine Katze. Yay. Oder was? So. Und ein Hase. Was ist denn das hier für ein Gebäude? Ist das geschützt? Nein, es ist nicht geschützt. Okay. Sieht sehr lieblos aus. Wer hat das gebaut hier? Sieht schon arg scheiße aus. Sorry, aber es trifft halt nicht mehr Geschmack. Also es sieht jetzt für mich scheiße aus. Es ist ja immer eine Geschmacksfrage. Es gibt natürlich Leute, die finden sowas vielleicht ja zweckdienlich oder auch schön. Hier wohnt Rollis. Sehr schön. Fertig? Ja, 26. 26? Mit zwei Stück Kohle 26. Das heißt ja 13 pro Stück. Naja, oh, geht. Geht, geht. Okay, dann haben wir jetzt erstmal genug Stein. So, dann als allererstes kommt die Kacke nämlich raus. Da hat gerade kurz mein Bildschirm geflickert. Powered by Welt wird neu aufgebaut. Interessant. So. Ja, hier ziehe ich jetzt erstmal komplett 1 zu 1 hoch. Mal gucken, wie das denn aussieht. Zur Not klatsche ich denn noch ein bisschen Sand oder sowas drauf, damit das nicht ganz so eckig aussieht wie das Gebäude da hinten. Ja. Andererseits. Fuck off. So, Hauptsache sieht das Ding von drinnen nicht. Also der hier muss heute. Nein. Der hier zum Beispiel muss weg. So. So. Okay. Oh, siehst du, wird gar nicht so schön. Das bisschen, was hier vorsteht, kann ich locker mit Sand bedecken. Vor gierigen Augen praktisch ein bisschen so schön, dass man das nicht gleich erkennt. Hier so eine Ecke kann ja rausstehen. Wenn so eine Ecke raussteht, ist das nicht schlimm. Das sieht sogar, finde ich persönlich, relativ authentisch aus. Scheiße. Nur halt nicht so eine ganze Front. Na, das sieht dann immer doch ein bisschen. Ja, hier kann auch alles bleiben, so wie es. Ach du Scheiße. Außer das sieht doch gut aus. Sieht scheiße aus. Ah. Gut. Okay. Jetzt wird ein bisschen experimentiert. Was habe ich hier unten? Nur Cobblestone. Hier ist auch nur Scheiße drin. Okay. Meine Idee ist, dass wir hier noch einen Balkon ran klatschen. Aber die Frage ist nur, ob und wenn ja, wie. Wir haben hier eine. Ja doch, das könnte sogar was werden. Dann kann ich. Alter. Genau. Dann kann ich hier direkt auf der Höhe. Wo waren sie jetzt drin? War das hier? Ah ja. Dankeschön. Ja. Dann kann ich hier praktisch so eine Stütze hinbauen. Wir kommen mal weg. Bam, bam, bam und auf. Wow, ernsthaft, oh, ernsthaft jetzt. Und auf der stützt dann der eckige Balkon, der auch aus Holz ist. Hab ich, ja, habe ich. Wow, nicht mehr allzu viel. Ist aber kein Problem. Wow. Ist aber kein Problem. Wir haben ja hier noch genug Gedönse.
Der sieht nämlich die Front vorne nicht ganz so kahl aus, wenn er noch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, durch so eine. Durch so einen Balkon ein bisschen Leben eingehaucht. Das war natürlich voll daneben. Das ist hier gar nicht zentriert. Nee, ist überhaupt nicht zentriert. Was heißt für eine Scheiße? Wer macht denn so einen Dreck? Würde das so schlimm aussehen, wenn das hier oben nicht zentriert wäre? Ah, doch, sieht ultra scheiße aus. Aber ich verschwende gerade hier extrem viel gebrannten Stein. Und ich brauche hiervon nochmal welche. Ich baue mir nochmal mindestens 2 Stück. Ich glaube aber, das wird mit 2 Stück nicht funktionieren, da man immer mehr bekommt. Die Frage ist nur, wie viele. Hä? Ach ja, Mann, ey. 8. Oh ja. Ah ja. Ist jetzt nicht so. Warum gehe ich jetzt nach oben? Ach, leck mich doch. So, da. Ach Mann, es ist doch nicht mehr normal hier. Wer erfindet diesen Dreck? Hallo? Boah, ey, ist ja alle. Ich ficke deine Mutter. Ich ficke deine Mutter. Okay. Nee, auf Sheet habe ich keinen Bock. Wir machen es mal original. Wir klatschen hier mal ein bisschen Sand hin. La la la. So, wenn das jetzt nicht klappt, ne, dann. Geht doch. So, jetzt kann keiner sagen, ich schieße auf meinen Server. Okay, das geht schon mal relativ gut. Das ist das hier auch mit ich. Und hier kann ich jetzt wiederum Dinger hier aufklatschen. Das sollte dann nicht so scheiße aussehen. Hä? Ach so, ja. Ja. Ich duck mich gerade. Ne? Also ich drücke gerade die Q-Taste, um praktisch dieses Schleichen zu können. Das Problem ist, auf dem Schleichen liegt auch meine Invisible Mod. Die hier, die mich unsichtbar macht. Ja. Ich weiß nicht, ob man die Tasten umbelegen kann bei der Mod. Hä, für mich jetzt. Achso, Quatsch hier. So. Wäre schön, aber ich bezweifle, dass das so einfach funktioniert. So, und jetzt brauchen wir hier noch mal ein bisschen Sound. Haben wir Sound? Wie das klingt, Alter. Sound. Wow, wir haben ein Holzbrett, Kiefern-Sound. Hä, wird das denn? Oder brauche ich da direkt Kieferholz? Habe ich noch sowas wie Kieferholz? Nee. Ich guck mal ganz kurz. Nein, da. Zaun. Wie wird der gemacht? Das war doch. Da, da, da. Ja, eben, das ist ein normaler Holzzaun. Ist normaler Holzzaun, kein Kiefernholzzaun. Ich finde das nicht weiter. Ja, das heißt also, ich muss mal gucken, ob ich noch mal irgendwo an Kiefernholz rankomme. Kiefer. Kiefer. Da hinten sind auch noch normale Bäume, ne? Ja. Ach, hier hinten ist noch. Das Buche. Egal, ich hatte aber trotzdem hin. Vielleicht sind da noch andere Bäume. Da hinten sind auch noch ein paar Bäume. Aber ist auch erstmal alles Buche, ne? Ja, ist Buche. Schade eigentlich, aber egal, wir gehen da mal hin. Ich hätte nämlich gerne überall einheitlichen Look. Wir wandern den ganzen Tag. Wir wandern bis zur Nacht. Wir wandern, die Sterne sehen. Ich kann nicht singen. Yay! Wobei das gerade gar nicht mal so schlecht klang. Ich bin hier von meiner eigenen Kunst überzeugt. Ich werde Popstar. Dann mache ich K-Pop. Schminkt mir die Augen und quetscht es zusammen. Klang das gerade rassistisch? Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall nicht rassistisch gemeint, es war klischeehaft gemeint, ne? Wobei,
der Unterschied zwischen Rassismus und Klischeedenken ist ja quasi nicht gegeben. Ne? So, S-Bahn-Baum. Alter, ist das denn bitte schon wieder? Oder ist dieses S-Bahn nichts anderes als Buche? Weil ich kenne das als Buche, diese Baumart hier. Weil wir hatten bei uns im alten Haus, hatten wir im Vorgarten auch so einen Baum und das war aber eine Buche und keine Espen. Was auch immer das ist, Espen habe ich noch nie gehört. Kann also durchaus sein, dass das nichts anderes ist als ein ausländischer oder irgendwelcher fachchinesischer Name für Buche. Da muss ich mal kurz in mein Buch nachgucken. Okay. Ja, da hinten ist auch nur Espen. Da hinten ist noch ein Glück. Aber auch schon wieder so als Block. Warum bauen die mal alle nur auf solche Blöcke hin? Ist doch hier kein Minecraft. Buche. Ah, ist überall nur Buche. Oh, ja, muss reichen. Ist ja auch ein relativ helles Holz. Das Problem ist, wir brauchen davon garantiert ein bisschen mehr, ne? Wie viele? Ich brauche 5, 10, 9. 9 Zäune brauche ich. Dann gucke ich mal ganz kurz, wie viel kann ich denn hier raus? Ja, doch, das wird locker reichen. Das passt sowas von locker. Wow. Stimmt, wir haben noch gar keine Rüstung. Oh Gott, ist ja extrem hell. Ah. Okay. Ist vielleicht gar nicht so schlimm. Das könnte tatsächlich... Ich mach das mal. Es könnte tatsächlich sogar relativ nice aussehen. Dann nehme ich nämlich diese extrem hellen und setze die dahin, wo jetzt die vorhandenen sind. Und die vorhandenen, die setze ich dann nach... Oh, nee, recht von der Menge nicht aus, oder? Wie viel da unten haben wir? Ach doch, wir haben 6 und einer... Ja doch, müsste ausreichen. Reicht nicht aus. Wir brauchen 5, 7, 9. Und da unten habe ich jetzt nur 6, 8 verbaut. Wenn überhaupt. Mal gucken. Ich meine, einen hätten wir ja noch in der Schublade. Oder habe ich schon dabei? Die haben schon dabei. Ja, guck mir einfach direkt den Unterschied an. Ist ja viel heller. Vielleicht ist es doch wieder zu hell. Kann das sein? Ah, das ist eine Scheiße. So viele haben wir da? Sag ich doch, es ist nur 200. Wow, es fehlt also denn genau einer. Nee. 1, 2, 3, 4. Doch. Es fehlt denn genau einer. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach doch, es fehlt genau einer. Alter, ist ja. Wow, Mathematik ist mein Freund und mein Feind gleichermaßen. Immer das Gefühl, wenn man denkt, ja, man rechnet richtig, aber dann. Oder rechne ich doch falsch? Was ist das da hinten? Das ist auch Dschungelbaum, ne? Ja. Gott, das ist Tanne. Und da hinten... Ach, mal kurz hier. Bam. So, da hinten ist... Ach nee, ist ja... Doch, ist Tanne. Da hinten ist auch wieder Buche. Da ist Sand. Da hinten ist auch schon wieder so eine kleine Pyramide. Ja, das ist Dschungelbaum. Ah, Mann, ey. Mach ich den jetzt... Wisst ihr was? Komm, fuck off. Ich reiß diese Kacke da raus, mach da dieses erste Kack rein. Und dann guck ich mal. Ach nee, geht da nicht. Mann, ich raste gleich aus, ja. Ich klatsch da um das Espe hin. Mal gucken, wie es aussieht. Ich hoffe, es sieht nicht ganz so schlimm aus, den kann man ziemlich doch lassen. So, die Sonne will mich gerade ärgern. Die kommt ganz schön heftig raus. 1, 2. Oh, mein Server stockert wieder. Ist der wieder im Hintergrund am Konvertieren? Naja, mal gucken, wie es von außen aussieht. Es sieht jetzt von innen zumindest nicht so scheiße aus, aber von außen, ah doch, das ist ein ganz schön hoher Kontrast. So stark wollte ich den Kontrast eigentlich gar nicht haben. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit-TV. Außerdem ist mir das Ding eigentlich ein bisschen zu fett. Also jetzt hier der Balkon an sich. Ich glaube, das mit dem Balkon mache ich noch mal ein bisschen anders. Wir haben noch 6 Stück davon. Habe ich noch so kleine Bretter? Müsste ich eigentlich auch noch haben, oder? Ich schau mal ganz kurz nach. Ja. Ja, wow. Das könnte tatsächlich passen. Gut. Dann schmeiße ich die ganzen Bretter da oben noch mal raus und mache das noch mal ein bisschen schöner. Mit Döner. Axt. Wo ist meine Axt? Da ist meine... Jetzt hier so bam bam bam.
So, und zwar mache ich jetzt hier noch mal Treppen hin. Oh, mal. Hallo. So, und an die Treppen kommen nämlich jetzt vorne dann wieder solche Dinger dran, aber natürlich unbündig. Das sollte dann nicht mehr ganz so scheiße aussehen, weil es immer noch extrem übertrieben aussieht. Ah, ja, jetzt wird es da unten extrem übertrieben. Gut, auch nicht weiter wild. Kann man ja noch verändern. Da brauche ich allerdings noch mehr von diesen Brettern. Das heißt, hier unten. Ihr kommt eben wieder ab. Und da mache ich dann auch so eine Bretter ran. Das sollte dann gar nicht mal so scheiße aussehen. Ist natürlich alles nur Hoffen und Denken. Achso, das brauche ich hier gar nicht. Das können wir direkt von hier aus machen. Okay, Bretter. Wir brauchen 5 Stück. Nein, oh, Alter. Meine Güte. wir kriegen 6. Okay, besser zu viel als zu wenig. So, und dann gucken wir mal ganz kurz, wie das hier aussehen würde. Boah, Alter, das ist ja gerade mit dem Rechner los. Ja, doch, das sieht doch gleich viel besser aus. Ja, doch, das kann man so lassen. Das geht so tatsächlich. Mich stört gerade nur, dass die Textur nicht ganz hinhaut. Da ist die dunkle Linie oben und dann geht er da unten nach unten. Gibt es hier Schraubendreher? Kann man die Dinger da drehen? Hm. Ernsthaft? Ist das euer Scheiß Ernst? Hä? Also gegen sowas habe ich ja nichts. Also doch, eigentlich schon, aber es ist nicht so schlimm. Das da ist auch schon grenzwertig. Aber das da, was jetzt hinter den Wolken ist, das triggert mich gerade richtig. Und da ich ja der Administrator bin und praktisch die Verantwortung hier drüber habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu löschen. Lösch dich. Mal brauche ich extra eine Spitzhacke dafür. Ich habe die rausgepackt. Ach, deswegen schockert das so. Ich habe. Ja, wow, ich habe weiß ich dann noch angehabt. Ach komm, ich falle runter. Geronimo! Oh. Oh. So. Arschloch. Der Kack-Map-Generator. Map-Generator. Map. Ich meine, sieht nicht so scheiße aus, aber solche Sachen scheinen halt wirklich. Ah! Ja, das war dumm. So, dann bestellen wir gleich mal das Feld bei Amazon. Ja, komm. Nein. Oh, ich habe auch Wolle. Ach ja, fürs Bett. Da war ja was. Ich wollte ja noch ein Bett bauen. Wobei, fürs Bett rechteckig. Wie war Firmes? Achso. Ah, nee, ich finde, wir müssen doch erstmal diese Wolle machen. Da brauchen wir doch ein bisschen mehr. So. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Genau, hier soll später das Bett rein. Dann können wir eigentlich, aua, auch schon mal hier ein bisschen. Ja, komm, wisst ihr was hier? Lego Mio. Na doch, Alter, ich kriege noch eine Krise. Danke, danke, danke. Oh, sieht doch schon gleich viel besser aus. So, hier klatschen wir allerdings gleich einen richtigen Block hin. Bam. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay. Was machen wir hier? Lassen wir das so offen. Ich bin fast gewillt, hier Glas einzusetzen. Also wie so als ein Sichtfenster quasi. Komm, das kann man mal machen. Das kann man echt mal machen. Sand haben wir jetzt hier zum Glück ein bisschen.
So, 11 Sand sollte reichen. Oh, da vorne ist jetzt eine hässliche Kante entstanden. Ach komm hier. So, passt dann schon etwas besser. Zum Glück haben wir hier so eine schöne natürliche Treppe. So. Einmal. Ach so, siehst du, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Sind das hier Locker Chests oder das sind normale Chests, oder? Guck mal ganz kurz. Ja, doch, eine normale Chest. Ich dachte, ich aus Versehen eine Chest hingebaut habe, wo keine rankommen. Weil das hier, genau, das sind Locker Chests. Okay, gut. Dann habe ich doch nicht so viel Kacke gebaut, wie ich dachte. Und ich sehe immer weniger auf dem Bildschirm. Diese scheiß Sonne. Ach so, oh, ich muss ja wieder runter. Das Glas muss ich erstmal braten. Du kommst nach da. Deiner reicht erstmal. Was ist hier noch drin? Kommst raus. Okay. Du kommst rein, du kommst rein. Kommt auch erstmal rein. Habe ich Brot? Ja. Also, Quatsch, kein Brot, sondern hier Mehl, aus dem ich jetzt Brot backen kann. Wenn ich nochmal weiß, wie das geht. Sowas glaube ich nicht. Genau, das war falsch. Ich muss daraus erstmal ein Mehl machen. Was? Ja, perfekt. So, und aus dem kann ich jetzt neu Brot backen. Halleluja. Das gefällt mir aber. So. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Heißt also, hier ist der normale Faktor immer 1 zu 13 und nicht 1 zu 8. Gut zu merken, gut zu wissen. Hoffentlich merke ich es mir. So macht es mehr Sinn. Ja, Glas. Das Glas würde ich am liebsten. Aua. Geht das hier auch? Nein, das geht natürlich nicht, das war klar. Geht sowas? Okay, gut. Es gibt also nur das eine Glas. Dann versuchen wir, ob wir daraus mal ein bisschen was Sinnvolles zu zaubern können. Sieht das scheiße aus oder sieht das scheiße aus? Ich finde, sieht das scheiße aus. Axt. Ach ja, habe ich ja zurückgelegt. Ah ne, die ist ja kaputt gegangen. Wow, schon wieder. Die haben wir ja gar nicht zurückgelegt. Die hat bloß das Zeitliche gesegnet. Du kommst mal weg. Du auch. Der ganze Dreck hier kommt. Nein! Wie konnte das passieren? Warum? Geht doch. Danke. So. Scheiße. Ach Gott, das geht so. Ich weiß nicht, aber mein Test und Glas, das sind so Sachen. Wir werden definitiv keine Freunde. Ich hab bei Glas immer das Gefühl, es wirkt ultra unplatziert. Nee, komm, kann ich. Da würde ich mich selber hassen, wenn ich das so lassen würde. Das kann man so nicht machen. Ich ziehe einfach Stein rein und dann war's das. Okay, muss ich scheinbar hoch. Hallo? Ach so. Ja, komm. Ganz ehrlich. Das ist mir jetzt immer noch egal. Mal gucken, wie viel von unten aussieht. Ja, doch, das geht doch wesentlich besser. Perfekt. So, jetzt können wir nämlich auch noch ein bisschen mit der Optik hier spielen. Können wir nämlich hier eine Fackel reinsetzen und da eine Fackel reinsetzen. Und schon wirkt auch diese Nut hier wie gewollt. Und nicht gekonnt. Okay, Brot. Jawohl. Brote. Brote sind immer lecker. Nein. Nein. Hallo. Hallo. Ich ficke deine Oma.
So, okay, dann haben wir hier schon mal relativ nice Stauraum. Dann brauchen wir jetzt eigentlich bloß noch ein paar Kisten, die wir da hinstellen können. Aber die sind ja auch relativ schnell gebaut. Kisten. Ich mache jetzt mal alles zu Holz. Ich hoffe, das war kein Fehler. Dann gucken wir mal, wie wir die Kisten hier überhaupt hinbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eine ungerade Zahl. Dann ziehen wir mal davon 3 ab. Dann haben wir 4. 4 durch 10 kann man aber nicht teilen. Das heißt, wir ziehen 1 ab, dann haben wir 12. 2 mal 6 Kisten sieht aber scheiße aus. Habe ich jetzt eigentlich die Treppe mitgezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow, wir haben nur 12. Okay, neue Überlegung. Wir haben 12. Dann haben wir am besten 4 mal 2 Kisten und immer eine Lücke. Dann kommen wir genau auf 12 und die letzte Lücke ist dann nämlich die Treppe. Nee, vor der Treppe. Das dürfte dann optisch relativ nice aussehen und nicht zu scheiße werden. Okidoki, das heißt also, wir haben 8 Kisten pro Reihe. Das wären in einer Reihe und 2 Reihen und hier in der Mitte können wir eigentlich auch noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine Kistenreihe, denn hier ist so eine Wand dazwischen. Kistenreihe, Kistenreihe. Ja doch, das könnte was werden. Das könnte tatsächlich gar nicht mal so scheiße werden. Dann haben wir quasi 1, 2, also 4 Reihen mal 8 Kisten, 32 Kisten. Das Holz reicht niemals aus. Achso, wir haben noch ein bisschen. Nein, das da. Reicht trotzdem nicht aus. 32 Kisten. Ich versuche das Ganze mal zweireich zu machen. Ja, doch, dann mache ich zweireich. Das heißt, also wir haben 32, 64 Kisten. 64 mal 8, das sind 512. Wir brauchen 512 Holz. Das ist aber nicht gerade viel. Nicht gerade wenig. So. Gut. Was hatte ich gesagt? 512 Holz brauchen wir. 512. Wir haben bereits 96, 99, 125. Das heißt also 512, 125. Ich sag einfach mal pauschal, wir brauchen noch 400 Holz. Das heißt also, wir brauchen noch 100 Baumstämme. Oh, ist ja easy, das geht ja relativ fix. Autsch. Und wir sind gestorben. Apropos gestorben, wir sollten mal was essen. So, erstmal lungern wir die ganzen Äpfel hier auf. Nicht. Danke. So, Holz. Wir brauchen ganz viel Holz. Das hole ich mal hinten aus dem... Okay, wir machen jetzt mal Pause. Das hole ich dann am besten hinten von dem Wald. In der nächsten Folge. In dem Sinne, schau mit V.